Ich bin Jurgita Samoschkene. Ich bin Deutschlehrerin von Beruf und ich bin Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Litauen. Wir kümmern uns auch um die arme und kranke Leute in Litauen, um die Kinderrechte, um die Frauenrechte und natürlich die ganze Politik und die ganze Geschichten von den Leuten, die sie im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, sind mir auch sehr wichtig, weil das ist auch meine Arbeit über die Menschenrechte, durch die Menschenrechte. Und als Litauerin kann ich sagen, dass wirklich von sowjetischen Regime wir haben sehr viel erlebt. Und natürlich, das war keine Befreiung, sondern das war eine langjährige Okkupation von Russland. Und ich erinnere mich nur kleine Kleinigkeiten, weil ich noch klein war damals, aber ich erinnere mich sehr gut, welche Position und welche Meinungen meine Großeltern hatten auf diese Frage und natürlich viele Litauer. Zuerst meine Großmutter hat mir erzählt, dass das war Krieg und natürlich viele Leute leideten vor allem um den Krieg, weil sie haben auch viele Verwandte in dem Krieg verloren. Aber meine Großmutter erzählte, dass es kamen zu ihr auch sowohl russische als auch deutsche Soldaten ins Haus. Aber sie sagte mir, dass deutsche Soldaten waren irgendwie ein bisschen höflicher als die russischen Soldaten. Meistens die deutschen Soldaten baten um Lebensmittel. Deswegen meine Großmutter kannte auch solche Wörter wie Speck, Eier und Milch. Aber die russischen Soldaten waren nicht so höflich. Sie kamen immer ins Haus mit den Waffen und da kriegten natürlich die Leute und die Frauen, die mit den Kindern waren, Angst. Ein bisschen. Und natürlich, mein Großvater war sogenannter Waldbruder, Partisan. Er saß im Wald zusammen mit anderen Männern und kämpfte für die Freiheit Litauens, gegen natürlich Russland. Er hat mir so gesagt, er kämpfte gegen Russland, nicht gegen Deutschland, sondern hat gesagt, dass gegen Russland, gegen Rote Armee, so hat er mir gesagt. Und es war sehr interessant und ich wohne jetzt in einem Ort in Litauen, in Panemunis, das ist ein kleines Dorf, aber dort steht ein Denkmal, das einzige Denkmal im ganz Litauen, ein Engel. Und dort sind so ungefähr 100 Waldbrüder gegraben, die von sowjetischen Armee geschossen waren. Und dort im Wald Forscher finden auch jetzt verschiedene Knochen finden. Und ich meine, dass diese sowjetische Okkupation hat sehr tiefe Spuren auch zuerst in den Denken Litauens gelassen, weil wir hatten immer Angst, in den sowjetischen Zeiten unsere Nationalsymbole zu zeigen, unsere Flagge zeigen, unsere Sprache sprechen. Wir hatten einfach Angst so darüber.
Und deswegen, wir sind jetzt sehr, sehr froh, dass wir in der Europäischen Union sind, schon 25 Jahre. Aber es dauert natürlich viel mehr noch, bis wir wirklich gesund werden von dieser Okkupation. Und ich meine, es ist wichtig dann, dass viele europäische Länder uns anerkennen jetzt, dass jetzt fast viele gut ausgebildete Leute und nicht gut ausgebildete Leute wissen, was Baltikum ist. Und ich meine, das ist das Wichtigste dann. Ja, so. Doch noch was über die armen Leute vielleicht. Ja, und über die armen Leute in Litauen kann ich so noch sagen, dass es gibt natürlich so zwei genannte Litauen, reiche Litauen und arme Litauen. Besonders in den kleinen Städten kann man das spüren, weil es gibt Dörfer und auch wo die Leute wohnen, leben wie in den sowjetischen Zeiten zum Beispiel. Man kann das nicht vorstellen, aber es ist so, dass sie sind einfach so geblieben und kümmert man sich nicht um solche armen Familien und dann kann man nicht glauben, dass es in Litauen sowas gibt. Ja. Aber es ist so, wie es ist und wie ich schon gesagt habe, es wird noch länger dauern, bis wir richtig le so leben, wie ganzes Europa heute lebt, ja. Und alle sind dann zufrieden, so. Es wird noch lange dauern.